Moin Moin, jetzt wurde von mir heute einmal zu diesem kleinen, ja, Puppet-Spielzeug. Das Ganze haben wir in der ähnlichen Ausführung auch schon mal gesehen. Ich vergleiche jetzt gerade so ein bisschen die Modelle. Wir machen das einfach mal auf. Das Ganze ist, ja, zur Unterhaltung gedacht. Kann von groß und klein genutzt werden, behaupte ich jetzt einfach mal. Und wir schauen uns das einfach mal an. So kommt das Ganze daher. Gibt es auch noch in anderen Farben. So, das passende Werkzeug ist auch dabei. Ich werde hier einmal die Batterien einsetzen, die kommen nicht schlichter mit. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt gleich nochmal an. So, ich habe jetzt einmal die Batterien eingesetzt. Es sind drei Stück, die da reinbuchsiert werden müssen. Hier oben haben wir noch einen Lautsprecher. Sobald wir es gleich einschalten, wird man das schon merken, wofür der gut ist. Und das Ganze funktioniert so, indem wir diese Fläche hier einfach nach innen drücken. Und dann kommen hier eben diese Poppet, Bubbles, wie auch immer, nach oben. Und wir können loslegen. Wir schalten das mal ein. Welcome to the puzzle game. So, da die Musik stört, schalten wir die einmal komplett ab. Dann haben wir unterschiedliche Spielmodi. Die können wir hier drüber auswählen. Das ist hier so ein ganz klassischer Score-Mode. Dann haben wir hier einmal den Memorizing-Mode. Dann haben wir noch einen Time-Mode und einen Multiplayer-Mode. Und im Endeffekt starten wir das Ganze dann, indem wir das hochdrücken. Und dann geht's los. Wir sollen uns jetzt das einmal merken. Und dann machen wir das Ganze einmal nach und hoch. So, und dann kommt der nächste Abschnitt. So, das wäre der Memorizing Mode. Ich persönlich mag den hier ganz gerne. Da müssen wir einfach möglichst zügig alle diese Bereiche hier abarbeiten. So, und sich da so durcharbeiten. Was hier manchmal ein bisschen schwierig ist, das sieht man, denke ich, hier. Muss ordentlich schon durchdrücken, ansonsten nimmt er nicht alle Bereiche. Aber das ist natürlich auch einfach Gewöhnungssache. Für mich macht es irgendwie aber keinen Sinn. Ich drücke nur leicht, weil ich möchte ja schnell sein. Aber das Gerät möchte schon, dass man die volle Bewegung macht und das Ganze reindrückt. Ja, und im Endeffekt ist es das und macht tatsächlich mehr Spaß, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Und auch eine ordentliche Herausforderung dabei, theoretisch. Und ja, im Endeffekt, das ist das gute Gerät. Wir schalten es wieder aus und ich bin raus.